kennt mich, ich bin der Navid. Wir haben heute einen Gast, die Schwester Conny. Sie möchte zusammen mit mir und mit euch, inshallah, die Shahada sprechen. Und bevor wir das machen, würde ich erstmal über die Shahada allgemein ein bisschen sprechen, aber auch mal gerne von dir wissen, dass du vielleicht mal auch den Zuschauern erklärst, wie du eigentlich so dazu gekommen bist. Also zunächst einmal würde ich gerne von dir wissen, dieser religiöse Drang, war der eigentlich bei dir schon immer gewesen, Schwester? Ja, der religiöse Drang an sich nicht, aber ich war auf jeden Fall schon immer gläubig. Okay. So könnte es so sein. Okay, du warst schon immer gläubig. Das heißt, du hast schon nach Gott gesucht oder hast an Gott auf jeden Fall geglaubt? Kann man das so sagen? Also, du hast an Gott schon geglaubt? Also ich habe auf jeden Fall immer an Gott geglaubt. Ich habe nie an seiner Existenz bezweifelt. Ich habe halt nur keine Religion gefunden, die mir die Erklärung bieten konnte, mit der ich zufrieden war. Oder die Beschreibung von Gott, mit der ich zufrieden war. Okay, gut. Also dieser innere Wunsch nach Gott, der ist also bei dir immer gewesen. Hast du denn überhaupt mal versucht, dich mit anderen Religionen zu beschäftigen? Ja, klar. Ich habe im Christentum viel gelernt oder versucht zu lernen und ein bisschen im Judentum, Hinduismus, Buddhismus, diese großen Religionen. Also gut, du hast natürlich jetzt sehr viele Religionen geschaut und da waren ja auch ganz exotische Sachen dabei, Hinduismus und so weiter und so fort. Aber wie bist du denn jetzt letztendlich zum Islam gekommen? Also warum war jetzt für dich der Islam dann doch die Religion, wo du gesagt hast, dafür entscheide ich mich? Ich glaube, dass es diese Einheit Gottes ist. Wirklich absolut keinen anderen Gott gibt, außer den einen, und dass er nichts und mehr gibt. Also der reine Monotheismus, den es im Islam so klar strukturiert gibt, der hat dich dann letztendlich überzeugt. Genau, das ist auch diese Einzigkeit Gottes. Das hat er auch nicht und niemand ähnelt. Alhamdulillah. Ja gut, also das reicht mir natürlich, das ist sehr schön, was du erzählst. Also diese Einheit Gottes, das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Sache im Islam, die so rein findet man sich selten in anderen Religionen, die so genau und klar ist wie im Islam. Alhamdulillah, ich würde jetzt vorschlagen, sprechen wir gemeinsam die Shahada, du sprichst mir nach, du weißt, dass die Shahada, also das Glaubensbekenntnis im Islam, besteht aus zwei Teilen, und zwar zum einen aus der Bezeugung, dass es nur einen Gott gibt, dass es gibt keinen Gott außer Allah, und der zweite Teil bezeugst du die Propheten, also du bezeugst, dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam der gesamte Allah ist, aber damit bezeugst du gleichzeitig alle Propheten. Gut, dann würde ich vorschlagen, wir legen los. Du sprichst mir einfach nach, Schwester. Okay. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد Gut, Schwester, wir bedanken uns bei dir, dass du die Bibel gemacht hast und dass du das Leid dir geführt hast. Und ich habe das ja nicht gesprochen. Also wir wünschen dich und wünschen dir und uns allen, auch euch, Schwester, auch dich, uns allen, wünschen dich wirklich alles, alles Gute für die Zukunft. Und in dem Sinne verabschiede ich mich von dir und auch von euch mit einem Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت